Dann reden wir mal mit ihr hier. Sie hatte ja vorhin keine Zeit für uns. Hallo. Nur Dao. Ich grüße euch in Freundschaft. Mein Name ist Biundrala. Ich habe gesehen, dass die Orima-Priesterin mit euch im Noti-Schrein war. Weshalb? Na, damit wir den Noti-Schrein heilen, genauso. Ja, genau. Sie bat uns um Hilfe, den Schrein zu heilen. Er ist von der dunklen Macht befallen, die ihn zu verzehren scheint. Allerdings brauchen wir dazu die Hilfe des Hüters des Wissens. Eine ehrenvolle Tat. Amantir Takat hielt wohl nichts davon, den Schrein vor dem Übel zu bewahren. Als klar wurde, dass dieser Ort im Sterben lag, ließ er ihn einfach versiegeln. Ja, typisch Hochelfen. Übermütige Hochelfen. Warum sollte man den Noti-Schrein versiegeln, anstatt ihn zu heilen? Darauf wird wohl nur Takat selbst Antwort wissen. Womöglich sah er darin schlicht den einfachsten Weg, die Prinzessin vor dem dort eingefallenen Übel zu schützen. Ja. Takat wirkt als Leibgarde der Prinzessin persönlich für ihre Sicherheit. Als Amantir Adanat mit Hochkönig Penvarien in die Schlacht zog, stieg Takat für diese Zeit zum Amantir auf. Er ist somit auch mit der Sicherheit des Palastes betraut. Der Anführer der Palastgarde sozusagen. Ich verstehe doch mal einiges ein anderes. Amanshah Nirtana bat mich, euch diese Schrift zu übergeben. Es geht um den Eid des Geistes. Sie müssen Nirtana sehr beeindruckt haben, wenn sie erwägt, euch in die Ehrengarde der Palastwache aufzunehmen. Von Anfang an war sie gegen ein Bündnis mit dem Heer der Sumura. Seht nur, wohin uns diese Arroganz geführt hat. Eure Stadt ist dem Untergang geweiht. Sie sind schon ein bisschen anders als die Waldelfen, die wir vorher getroffen haben, als wir Arto geheilt haben. Um den Eid des Geistes abzulegen, müsst ihr euch klar darüber werden, welchem der Elemente euer Geist am nächsten ist. Sprecht mit meinen Schülern. Von ihnen werdet ihr lernen, was dazu nötig ist. Danach kehrt zu mir zurück, um den Schwur zu leisten. Das ist alles? Sagt, wenn der Eid des Geistes geleistet ist, gehört dann zur Ehrengarde des Palastes? So ist es. Würde ich euch misstrauen, hätte ich euch vor dem Eid noch einer Prüfung unterziehen können. Doch genügt mir, dass ihr den Noti-Schrein heilen wollt. Ich glaube an das Bündnis zwischen unserem Volk und den Sumoran. Diesmal zur Abwechslung nicht. Und weshalb liegt euch so viel an der Heilung? Anders als Nirtana und Takat, die in den Wirren des Krieges nur noch die Rufe Pyrs und Zerzals zu vernehmen scheinen, huldige ich gerade in diesen Zeiten nur die der Weltenmutter. Ich hoffe, ihr und die Orima-Priesterin habt Erfolg mit eurem Plan. Hoffen wir das mal auch. Ich schätze mal, Pyrs ist der Kriegsgott und Zerzal, wir hatten ja schon bei den Waldelfen das Wort Zerzal, was Tod bedeutet. Also ist das wahrscheinlich der Todesgott von ihnen. Okay. Sprechen wir mit den Schülern, die gut verteilt sind. Du bist eine Schülerin, oder? Hallo. Ich bin eine Tochter Tishianas. Mein Geist ist durchdrungen von der Kraft des Humus. Sie füllt meinen Geist mit Bildern und Eingebungen von einem besseren Morgen. Humus, also Dreck. Ich glaube, ihr seid der Bote dieses besseren Morgen. Ihr werdet helfen, unsere Hoffnungen von Neuem erblühen zu lassen und den Schrein der Nurti heilen. Okay. Euer Vertrauen ehrt mich. Womöglich folge ich auch dem Beispiel und leiste meinem Eid im Geiste des Humus. Jein. Also ja, Humus wäre, im Geiste des Humus, das wäre perfekt für... Ich hoffe mal, du stehst hier oben rum und nicht da unten. Ich mag nämlich nicht unbedingt, da wir jetzt wieder runterlatschen, um mit dir zu reden. Nein, du bist da unten. Aber wenigstens reicht einmal draufklicken und alle rennen in ihre Richtung. Das sieht jetzt mal ulkig aus, diese Schlange. Aber wenigstens hat
Drachensang ein gutes Wegfindungssystem. Ich bin beeindruckt. Andere Spiele hätten das nicht. Ich glaube, in Dragon Age würde ich jetzt die ganze Zeit gegen die Wand laufen. Ja. Ich bin eine Tochter Tishianas, erfüllt von der unbändigen Macht des Wassers. Seine Stärke beflügelt meine Zauberkräfte. Wasser. Euch umgibt etwas Besonderes, als wärt ihr von den Mächten Urimas selbst berührt. Hoffentlich werden meine Worte bei der Wahl eures Alts hilfreich sein. Nur Dao, Sumora. Wir werden sehen, danke. Also Wasser, nein, nicht wirklich. Ja. Ich bin ja nicht Bruder Emmeran. Sondern... Oh, 3 Goldmünzen. Deine elfische Flöte. Aber Blattgold und Parfüm. Gut. Ich bin ein Erdgeode, kein Wassergeode. Einbeersträucherlehre und da müsste die letzte Schülerin sein. Oder ist es dieses Mal ein Schüler? Wundervoll, diese Brunnen. Werden wir gleich sehen. Diese klare Form. So beruhigend. Da fehlen doch Sockel und Fundament. Wenn die Elfen das bei all ihren Bauwerken vergessen haben, dann weiß ich, warum die Stadt untergegangen ist. Okay, Fargrim. ja. Ein Schüler. Ich bin ein Sohn Tishianas. Der nahende Feind weckt keine Furcht in mir. Denn mein Geist ist entflammt mit der Inbrunst des Feuers. Okay, Feuer. Hochkönig Fenvarien ist ein überaus tapferer Mann. Er wird die namenlose Horde schlagen und unser Volk aus der Finsternis führen. Ich sage, folgt meinem Beispiel und legt euren Eid im Zeichen des Feuers ab. Es ist eine Überlegung wert, hab Dank, Sohn. Und bla bla bla. Also Feuer oder Humus? Aber erst einmal wieder... Ja. Zeug einsacken. Questbuch. Gut, jetzt können wir den Eid ablegen. Aber erstmal Stufenaufstieg. Wow, hab ich viele. Oh, das ist Fargrim. Okay, erst einmal in Hiebwaffen. Oh, 2 Punkte sogar. Dann können wir ihm auch 1 in Körperkraft geben. Können wir ihm hier Selbstbeherrschung? Oh, Wassergebrauch könnte wir entweder eins in Konstitution. Geben wir mal eins in Konstitution so. Und Körperbeherrschung. Das ist schon mal gut. Ich brauche auf jeden Fall Fernkampfarmbrust. Und Fingerfertigkeit? Nein. Körperkraft auch nicht. Mut? Nö. Intuition. Na doch, Fingerfertigkeit. Geben wir einen Punkt auf Fingerfertigkeit. Wird schon was. Obwohl, nee. Lieber ein paar mehr Punkte hier unten. Und vor allem mehr Punkte hier. Also erstmal Kräfte der Natur. So muss Leib. Kugelblitz, Fulminictus. So muss Schild. Und vielleicht noch ein paar Punkte in Flimflam. So, ja. Feierriss. Natürlich erstmal Bogen. 2 AE-Punkte mehr. 1 Punkt in Fingerfertigkeit mehr. Und jetzt auf jeden Fall Balsam erhöhen. Ah, sehr schön. Kann sich schon mal auf Stufe 3 sprechen. Clarum Purum auf Stufe 10. Oh, Falkenauge könnten wir mal steigern.
Können wir hier noch was? Tierkunde etwas höher stellen und die Sinnesschärfe. So. Guano. Schlösser knacken, obwohl das eigentlich schon hoch genug ist. Nee. Lieber Magiekunde. Selbstbeherrschung und natürlich. Fechtwaffen können wir nicht steigern. Schade. Und seine Zauber sowieso nicht. Kriegt er aber einen Punkt in Gewandtheit. Und noch einen Lebenspunkt. So. Okay, dann reden wir doch mal mit Yundrala nochmal. Und schließen unseren Schwur ab. Tadam. Hallöchen. Nun, konntet ihr euch schon mit meinen Schülern beratschlagen? Ja, das konnten wir. Ich bin bereit, den Eid des Geistes abzulegen. So sei es. Nun, sprecht mir nach. Ich gelobe, den letzten Schritt auf dem Pfade des Bundes zu wagen. Im Namen der alten Götter, Murti und Zerzal, im Namen Simias und Orimas und zuoberst im Namen Pyrs, gelobe ich, stets im Geiste Tishyannas zu handeln. Ja, das Ganze nochmal nachpappeln. Ich werde auf ewig den Pfad des Bundes beschreiten, denn mein Geist... Mein Geist ist erfüllt von der Kraft des Wassers. Mein Geist ist so gepflanzt vom Geiste des Feuers, oder... Schatten, ich würde mal sagen, Feuer. Auf das der Schatten der Furcht mich niemals streifen wird. So ward es gesprochen, so soll es geschehen. Der Schwur des Geistes sei das zweite Band der Ehre, das Bündnis zu besiegeln zum hohen König Fenvarien. Empfangt den Helm Tishyannas. Dankeschön. Nun, und zu guter Letzt sei euch das Ehrensiegel der Palastwache Tishyannas verliehen. Es ist ein Symbol für euer Gelübde, die gleißende Stadt Tishyanna vor allem Frevelhaften zu bewahren. Nur Dao, Krieger Tishyannas. Dankeschön. Also, jetzt können wir zum Hüter des Wissens. Da müssten wir einfach hier durchgehen können. Bringt dieses Amulett was Tolles? Nö. Anlegen können wir es auch nicht. Wir haben immer noch Aquariumsmächtigen Höhlenöffner. Aber gut, wir haben hier den Helm. Mit null Rüstungsbehinderung. Die beiden Sachen zusammen sind gar nicht mal so schlecht. Aber etwas ungeodisch. Obwohl, es ist eine Kriegerrüstung und wir sind eigentlich ein Zwergenkrieger. Also, lässt uns jetzt durch. Ihr wollt also noch immer zum Hüter des Wissens. Nun, habt ihr die ehrwürdige Aman Shah konsultiert? Ja, haben wir. Das habe ich mit Erfolg. Sieht dieses Signum bestätigt meinen Beitritt zur Ehrengarde. Tatsächlich. Das Signum der Ehrengarde des Palastes der Hochkönige. Meinen Respekt, Krieger Tishyannas. Ihr dürft passieren. Na, danke schön. Tür öffne dich. Und wir treten ein. Und diesmal bin ich mir sicher, hier ist ein Secret, genau. 11 Goldmünzen. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, speichere ich erst einmal wieder. LP 027 und mache einen Schnitt. Bis gleich.